Herzlich willkommen bei Canisius TV zu einer weiteren Ausgabe mit unseren Heiligen. Liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, ich bin sehr froh, dass gerade die ersten Jünger, ja, die Apostel, keine Teflon-Glaubenshelden gewesen sind, an denen jede Versuchung nur so abperlte, sondern Durchschnittsmenschen wie Sie und ich und unser Heiliger heute, der heilige Apostel Thomas, der ist wieder so einer. Drei Punkte. Erstens, klein, aber oho, unser Zeigefinger. Der ungläubige Thomas setzt Jesus den Zeigefinger auf die Brust. Wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich Thomas nicht. Punkt. Ende der Ansage. Klartext. Jetzt weiß Jesus, wo er dran ist. Königkunde hat gesprochen. Der Apostel Thomas diktiert Jesus ganz klar die Bedingungen, unter denen er gnädigerweise, tolerant wie er ist, bereit ist, an Jesu Auferstehung zu glauben. Die berühmte Ostergeschichte ist uns ja allen vertraut. Der Zeigefinger, das ist ein kleines, aber bedrohlich wirkendes Körperteil, ausgestreckt und wedelnd, verheißt er nichts Gutes. Ja? Er wirkt einschüchternd und riecht nach Gardinenpredigt. Zweitens, Frohbotschaft statt Drohbotschaft. Jesus hat nicht mit erhobenen Zeigefingern gepredigt. Sein Evangelium war keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Selbst als der Thomas vermessen aus der Rolle fällt und penibelst seinen Forderungskatalog präsentiert, Jesus brüskiert, ja, sich zum Glaubensherrn aufspielt, selbst da haut der Heiland nicht auf den Tisch, schließt ihm nicht die Leviten, kanzelt ihn nicht ab, im Gegenteil. Er geht auf dessen Bedingungen ein und hält bereitwillig seine durchbohrten Hände zur wissenschaftlichen Untersuchung hin. Vielleicht kennen Sie das berühmte Bild von Caravaggio, hier auf einem Bild von Glenn Most, wie der Thomas da in die Wunde reinpult und das ganz genau untersucht, denn der will ja jetzt nicht mehr glauben müssen, sondern der will wissen dürfen. Aber, das ist der dritte Punkt, die lebendige Begegnung ist überzeugender als die toten Beweise. Die wissenschaftliche Untersuchung, die der Thomas noch letzte Woche eingefordert hat, die fällt aus. Thomas ist von der Begegnung mit dem Auferstandenen so überwältigt, dass er seinen Forderungskatalog, erstens, zweitens, drittens, Alphabet der Gamsilon, dass er diesen Forderungskatalog spontan in den Schredder steckt. Der sprichwörtliche Zweifler Thomas haucht das steilste Ehrenprädikat, das Jesus im ganzen Neuen Testament zuteil wird, mein Herr und mein Gott. Und es war kein erhobener Zeigefinger, der ihn zum Glauben an den Auferstandenen abkommandierte, sondern es war die lebendige Begegnung mit dem Herrn, die ihn überzeugte und in die Knie sacken ließ. Glaube an den auferstandenen Christus. Der entsteht nicht durch Laborwerte oder physikalische Beweise, erst recht nicht durch erhobene Zeigefinger, sondern durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das ist auch heute noch so. Ich bete, Herr Jesus Christus, du hast dem Apostel Thomas keine Vorwürfe gemacht. Wir bitten dich für alle,
die von anderen bedroht werden, die Angst haben und sich nicht wehren können, schenke ihnen mehr Selbstbewusstsein und stoppe das Treiben der Übeltäter. Für die Kirche in Indien, die Thomas gegründet hat, schenke ihr Wachstum und Beständigkeit. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Für die Verstorbenen führe sie vom Glauben zum Schauen und zeige ihnen deine Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, vertiefe unseren Glauben, damit wir auch in Krisenzeiten an dir nicht irre werden, denn du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Ja, jetzt geht's los vielleicht, oder vielleicht geht's auch morgen erst los. Und seien Sie sparsam mit diesem kleinen Körperteil, mit dem Zeigefinger vor allem erhoben. Seien Sie Träger der Frohbotschaft Jesu Christi und nicht der Drohbotschaft. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und bleibe bei dir alle Zeit. Amen. Ich sage Tschüss, bis bald.